Shift happens. Wir hatten ursprünglich ja einen Gast geplant und mit dem hätten wir das dann hier diskutiert. So geht das jetzt also ein bisschen kompakter. Und das ist natürlich, wenn wir uns jetzt das, was wir gerade eben erzählt haben, angucken, ist das jetzt wenig überraschend. Also, Deutschland wird Klimaziele voraussichtlich nicht erreichen. Und das ist, also einerseits gibt es ja das Gesamtziel bis 2045, dann gibt es ein Teilziel bis 2030 und dann gibt es ein Ziel für 2022 und 2023, ob man noch auf dem Pfad ist. So, 22 gerissen, 23 hatte man letztes Jahr schon gesagt, dass man es reißen wird. Also im letzten Frühjahr hat man schon gesagt, dass man 23 auch reißen wird. Das ist auch nicht besonders verwunderlich. Wir haben ja hier diesen Punkt von, das ist das, was man machen müsste. Das ist der Kompromiss von Paris. Das ist sind die Ziele der Bundesregierung. Das ist das, was die Bundesregierung tut. Und das ist das, was sie jetzt gerade tut. Nämlich, dass durch diese LNG-Geschichte und so weiter sind wir eigentlich fernab von irgendeinem Pfad. Das wird wahrscheinlich nochmal nach unten abknicken. Also von daher, das ist, glaube ich, okay. Aber wichtig ist dabei zu sehen, dieses so, dass nämlich halt eben, das müsste ja auch Morgen- und Abendgebet sein eigentlich, dass all diese Katastrophe, die ist abwendbar. Wir haben sie jetzt in Ausführlichkeit besprochen. Und jetzt sieht man, man macht es nicht. Und wie sieht unsere Reaktion aus? Wie sieht die Reaktion im Diskurs aus und so weiter? Hier, das 23 abgefuckt ist, das ist das eine. Aber der Klimarat oder der Expertenrat sagt dann eben so dieses so 2030, nämlich das Zwischenziel. Und da will man, Achtung, 80% Erneuerbare haben und 60% CO2-Einsparung. Das ist schon ein Stretch-Goal, das ist schon ziemlich ordentlich. Da will man sein. Und man hat dafür noch 7 Jahre Zeit. Und jetzt sagt der Expertenrat relativ rechtzeitig, wird eng. Dafür muss jetzt was kommen. Und wenn es nicht kommt, müssen wir heute eigentlich dafür, also dass als am 3.3. FFF wieder FFF, genau, demonstrieren will, kommt nicht einen Monat zu spät. Dass die letzte Generation jetzt nächste Woche wieder besetzen wird, kommt auch nicht zu spät. Das ist genau das. Die machen das, was hier nämlich den Druck auslöst, damit dann doch das politische Handeln sich anpasst. Und was passiert mit politischem Handeln? Ja, das hier. Es gibt eine Reihe von Sachen, wie man mit CO2 umgehen kann. So, ne? Man kann einerseits das Ganze vermeiden, man kann andererseits das aus der Luft wieder rausnehmen, im Prinzip eine Art Filter, wo dann im Prinzip die Mikrobestandteile, die man vorher in Rauch aufgelöst hat, also ganz klein wieder quasi auffängt und dann wieder in einem Verfahren wieder zusammenpresst und so weiter. Das ist dieses Capture and Storage, das kennt ihr. Und dann gibt es aber auch einen Direktabscheideprozess. Das heißt, im Industrieprozess, wo es dann die Möglichkeit gibt, durch bestimmte Filteranlagen, durch bestimmte Prozesse und Zusätze quasi CO2 vor dem Emittieren abzuscheiden. So, und dann hast du erstmal in einem Tank CO2. Und jetzt? Genau. Wenn du es dann wieder anfangen würdest, daraus wieder Kohle machen zu wollen, so durch Verdichtung oder whatever oder so, das klappt nicht so. Ne? Also das ist dann das ist Irrsinn. Aber das dann, du könntest das irgendwohin verpressen. Das hat man Anfang der Nullerjahre schon mal probiert. Da hat man in Nordfriesland tatsächlich Exploration gemacht für ein CO2-Endlager. Da haben allerdings die Friesen sich, und ich bin selber einer, deswegen ist es okay, so zu reden, genauso wie die verrückten Bayern in der Provinz oder die Sachsen in der Provinz sich ein bisschen instrumentalisieren lassen, auch hatten auch ein bisschen Angst, zugegebenermaßen kann ich das sogar nachvollziehen, und haben dann sehr stark dagegen, sind da sehr stark gegen angegangen, deswegen wurde da nicht so richtig was mit dem Feldversuch und so. Aber im Prinzip ist das so, dass man sich überlegt, wo finde ich denn eine tiefe Gesteinsschicht oder einen guten Boden oder meinetwegen auch eine Anlage, wo ich das Ganze reinpumpen kann, dass das CO2 dann drin und dann ist es nicht emittiert. Das ist eigentlich von der Sache her ziemlich cool. Nur ihr hört schon, während ich das erzähle, dass es natürlich super aufwendig ist und deswegen muss man gucken, in der Gesamtbilanz macht das denn Sinn, weil der Transport dahin, der muss ja auch irgendwie funktionieren und so. Und deswegen ist eine der, also erstmal muss man wissen, wo bringe ich es denn hin, wie bringe ich es dahin, dass es irgendwie alles noch Sinn macht und wenn ich es dann herbringe und in Deutschland so Schwierigkeiten habe mit Endlager, wo kann ich es dann hinbringen? Naja, ich kann es ja mal nach Norwegen bringen oder sonst irgendwie ins Ausland. Das heißt, es wird tatsächlich darüber nachgedacht, so zu schauen, wo könnte man das da irgendwie hinschleppen. Und das andere ist, genau, dass er eben auch Geld rausgeben will für blauen Wasserstoff. Wasserstoff gibt es in ganz vielen Geschmacksrichtungen, also unterschiedlichen Farben. Und es bedeutet eigentlich nur, wie ist der denn entstanden? So, ne? Also, was eben häufig vorkommt, ist grauer Wasserstoff. Das heißt, im Prinzip, da wird zum Beispiel Erdgas oder anderes Gas irgendwie verwendet, um daraus dann
Wasserstoff zu bauen. Ein grüner Wasserstoff, das ist was, was Patrick hat eben erklärt hat, also mit Elektrolyse, sprich Wasser, und dann scheidet das eben durch die Elektrolyse dann eben ab und entsteht dadurch grüner Wasserstoff, weil der Strom halt eben von da kommt. Dann gibt es aber auch noch blauen Wasserstoff, der entsteht dann quasi, wenn so ein Industrieprozess das eben abscheidet. Passt also dazu, ne, dass dann eben so einerseits CO2 abgeschieden wird, aber ich kann eben auch Wasserstoff eben abscheiden. Und dann gibt es noch violetten Wasserstoff, den werden wir noch häufiger hören. Mark my words, weil violetter Wasserstoff entsteht durch Nuklearkraft. Und Schön. da haben wir, natürlich dann giftiges Amalgam. Ne? Habe ich erstmal alle dazu gebracht, dass alle Wasserstoff ganz toll finden und sage dann, leider, leider habe ich nicht genügend grüne Anlagen. Hat hier einfach keiner gebaut. Mensch, scheiße. Aber ich habe hier noch Atommeiler. Lass doch einfach nochmal Brennstäbe kaufen und dann stellen wir damit doch dieses wertvolle Wasserstoff her. Oder ist das nicht eine tolle Idee? Ach ja, richtig, genau. So, das heißt also, diese verschiedenen Farben des Wasserstoffs sagen im Prinzip, wo es herkommt. Und es ist wichtig, das zu unterscheiden. Es ist aber auch nicht vollkommen falsch, jetzt hier an der Stelle das zu machen. Also dieses, wir sind in der Transition. Ne? Also wenn wir irgendwann am Endpunkt sind, muss es natürlich eine Industriewelt geben, wo bestimmte Sachen anders laufen. Jetzt, wo wir das alles noch nicht haben, ist es eigentlich an der richtigen Stelle, finde ich, je nach Ausgestaltung, aber grundsätzlich ist es an der richtigen Stelle gefördert, zu sagen, beschäftigt euch doch mal bitte, wie ihr Industrieprozesse so gestalten könnt, dass eben bestimmte Bestandteile davon abgetrennt werden und vielleicht noch einer anderen Verwendung zugeführt werden. Das ist jetzt nicht falsch. Und jetzt auch, wenn das nicht diese verrückten Luftwäscher sind, die irgendwas versuchen, aus der Atmosphäre zu ziehen, was halt irgendwie hochineffizient ist, aber so dieses, wenn man jetzt halt größere Mengen CO2 erstmal hat, in dieser Zwischen, dieser Transition, Welt, damit anders umzugehen, muss auch nicht falsch sein. Das ist auf jeden Fall mehr, als das alles nicht zu machen. Und dadurch, dass wir in der Industrie natürlich halt wirklich hier den Elefanten im Raum haben, dass wir halt eben wissen, da müssen bestimmte Prozesse noch laufen, ist es eben besser, als zu sagen, wir benutzen jetzt irgendwie ein anderes Gas, was dann irgendwie fossil ist oder so. Also von daher, das ist schon spannend, weil das Industriepolitik ist, die man ja lange nicht mehr gesehen hat auf die Art. So, dann lustiger Punkt aus der Finanzwelt. Wir hatten es ja schon mal erzählt, nach der Sustainable Finance Disclosure Regulation. So, also es gibt so, sind bestimmte Finanzvehikel müssen auf eine bestimmte Art Berichterstattung machen, müssen auf eine bestimmte Art ausgewiesen werden. Das heißt, wenn du in der EU bist und beispielsweise einen Fonds auflegst, also etwas, wo Geld eingesammelt wird, damit auf der anderen Seite was passiert, oder meinetwegen halt irgendwie in einer Form von zum Beispiel Altersvorsorge oder so organisierst und dann sagst, jawohl, das ist ein nachhaltiges Produkt oder etwas, das sich mit Nachhaltigkeit auseinandersetzt, dann fällst du unter diese Regulierung und musst dann bestimmte Dinge tun. Und das zerfällt in zwei Artikel. Das hat Thilo in seiner Sendung mit der Frau Beck eigentlich mal sehr gut aufgeführt. Artikel 8 bedeutet halt, ich habe mich mit nachhaltigen Sachverhalten, also ESG, Environmental, Social und Governance Sachverhalten auseinandergesetzt. Und Artikel 9 meint, ich verfolge sogar tatsächlich ein Impact-Ziel. Also ich möchte tatsächlich etwas mit meiner Investition verändern. Das heißt, da ist auch ein nachhaltiges Ziel da drin. Also das eine sagt, ich klammere das Thema nicht aus, und das andere möchte tatsächlich eine Veränderung haben. Das ist schon ganz schön was. Und das Ding ist, es gibt eine sehr hohe Nachfrage nach Artikel 9, weil alle natürlich sagen so, ich habe hier Anleger, die möchten halt, dass ihr Geld an die richtige Stelle fließt. Jetzt hast du aber das Problem, dass die Anforderung an Artikel 9, also an diese wirklich grünen, die dunkelgrünen Fonds, viel, viel höher ist und da natürlich auch eine Fallhöhe ist, weil wenn du dann da Mist gebaut oder beworben hast, dann gerätst du da in eine Haftung, läufst dann hinein und so weiter, dann hast du mit dem Regulator Schwierigkeiten, da hängen dann ganz viele Sachen dran, die ganz gefährlich sind. Und jetzt hat es natürlich viele Fonds gegeben, die einfach so ganz breitschulterig gesagt haben, ja klar, bin ich hier ganz doll und so weiter. Und jetzt haben die gemerkt so, oh Scheiße, jetzt kommt es irgendwie zum Schwur, jetzt muss ich ja mal gucken, was los ist, und haben sich dann runterstufen lassen auf diesen Artikel, der dann sagt, jawohl, ich habe mich damit mal auseinandergesetzt. Und das ist quasi dieses Ding. Das heißt, wir sehen gerade Marktbewegung. Wir sehen gerade das Geld, was in diesem Markt unterwegs ist, zwar jetzt auch in die grüne Richtung fließt und dort sich nochmal trennt zwischen denen, die sich damit auseinandersetzen, und denen, die wirklich was verändern wollen. Und du kannst davon ausgehen, dass ein Teil des Geldes wahrscheinlich dann auch hier sehr stark nachfragen wird und natürlich diese Fonds dann auch andere Kosten haben, weil die einfach viel mehr, ein bisschen aufwendiger sind und so weiter. Und gleichzeitig darf man sich davon aber nicht blenden lassen. Bloomberg hatte neulich einen Artikel, wo sowas stand wie, zum ersten Mal haben jetzt grüne Investitionen halt irgendwie graue Investitionen ausgestochen und so weiter. Jein, da muss man halt wirklich genau hingucken.
Was momentan total en vogue ist, ist halt eben alles, was mit Krieg zu tun hat und Rüstung. So, das ist allerdings häufig nicht wirklich so in Märkten, es ist viel privat und dann irgendwie auch staatlich und so weiter. Das heißt, da zu investieren, da muss man irgendwie gucken, wie man sich da einreiht. Und das andere ist, viel in Klima rein zu investieren oder in Fossil. Und durch den Krieg und alles, was daran hängt und auch diese neue Exploration und dadurch, dass wir halt fossile Industrie auch massiv fördern, hast du da sehr hohe Renditen. Und viele entscheiden sich dann jetzt auch dieses so, naja, was soll ich denn machen? Ich, für die Herren, denen ich diene, soll auf das verzinste Kapital eine vernünftige Rendite geben. So, und jetzt kann ich irgendwie fossil halt irgendwas zwischen 11 und Y% kriegen und an der Stelle kann ich irgendwas zwischen 4 und 8 kriegen. Was ist denn jetzt das gute Gewissen wert? Und dann sagen die, fuck it, ich will das Geld. So. Das heißt also, man darf nicht denken, nur weil es jetzt da irgendwie so einen gewissen Rush gibt und so weiter, dass das andere nicht passiert. Wir haben im letzten Jahr 740 Milliarden an Investitionen in Fossilien gehabt. Plus, wir fördern, also wir meint die globale öffentliche Hand, also wir, die Völkergemeinschaft aus Bürgern, vertreten durch unsere Regierung, fördern die Erdöl- und also die gesamte Fossilindustrie, Gas immer mitgedacht und so weiter, mit 11 Millionen Dollar pro Minute. Und auf der anderen Seite hast du dann die Leute, die sagen, ich würde gerne einen Windpark aufstellen. So, ne? Also das ist auch ein bisschen so. Also das heißt, es ist immer gut, dass es diese Regularien gibt. Es ist gut, dass das ernst genommen wird. Es ist gut, dass gut hingesehen wird. Aber man darf nicht davon ausgehen, dass deswegen jetzt da die große Veränderung kommt, weil parallel halt immer auch noch das andere System da ist. Wenn sich hier die Zustände nicht ändern, dann wird wahrscheinlich auch die ganz große Verschiebung nicht kommen. Und das ist halt immer wichtig, mit dem Hinterkopf zu halten. Ich hatte heute irgendwie auf Twitter so einen Kommentar, so von wegen, ja, ein Windkraftrad hätte ja auch eine viel höhere Marge als ein Braunkohlekraftwerk. Was sagst du denn dazu? Ja, gut, es kommt darauf an, ne, ob man das jetzt wirklich so vernünftig vergleichen kann. Ne? Also wenn ich das jetzt, das Braunkohlekraftwerk halt irgendwann abgeschrieben habe und dann möglicherweise noch Staatshilfe eingestrichen habe, die ich auf der anderen Seite vielleicht nicht kriege und so weiter, und das über Jahre betreiben kann und vielleicht sogar den Brennstoff, weil mir auch zufällig das Land gehört, dann sehr günstig kriegen kann und so, da komme ich vielleicht auf ganz andere Dinge. Also so pauschal, glaube ich, ist das schwer zu beantworten. In der Summe, wenn ich das alles normalisiere, dann kannst du davon ausgehen, dass regenerative immer günstigere Kosten haben. Weil der Brennstoff halt eben durch die Zirkulation, die wir in diesem geschlossenen System haben, oder eben von draußen als Sonne kommt. Das heißt, du brauchst einfach eine relativ einfache technische Anlage haben, wo das irgendwie drauf fällt. Deswegen am Ende, wenn wir diesen Weg zu Ende gegangen haben, wird es unserer Wirtschaft sehr gut gehen, weil sehr günstige Energie zur Verfügung steht mit relativ geringen Wartungskosten. Sodass, also da ist halt auch eine echte Chance. Nur die Chance ist erst langfristig da und nicht kurzfristig. Und wir sind halt eben momentan auch im Regierungshandeln eher auf Kurzfristigkeit ausgerichtet. Genau, und der Vergleich hinkt ja dahingehend, weil wahrscheinlich gar nicht mehr so viele neue Braunkohlekraftwerke überhaupt gebaut werden. Also das ist ja das. Also das heißt, es sind schon abgeschriebene Objekte, die bis zum Schluss halt einfach Profit abwerfen. Und warum sollte man die denn einfach fahrlässig abstellen, wenn sie am anderen Ende halt Geld ausspucken? Und das ist ja sozusagen der Punkt an der Sache. Und gleichzeitig sind ja Windkraftanlagen, wenn ich sie selber nicht, also wenn ich selber nicht investiere, was ja wieder Geld kostet für mich als Unternehmen, da neue zu bauen, sind sie ja von anderen Akteuren eine Bedrohung für das laufende Geschäft im Braunkohlebetrieb. Also das heißt, RWE beispielsweise hat weder ein Interesse jetzt groß, also das war ja das Irrsinnige, das glaube ich ist ja bei Garzweiler oder so, wo sie diese ganzen Windräder wieder abgebaut haben. Das heißt, die haben ja noch niemals ein Interesse, die bestehenden Windkrafträder zu behalten, geschweige denn neue sozusagen zu installieren, sondern sie wissen jetzt einfach, okay, und da gab es ja jetzt schon den großen Schmuh, dass man zwar behauptet, man würde 2030 sozusagen aussteigen aus der Kohle, aber man hat so viel gefördert, dass das weit über die 2030 hinausgehen könnte. Also man hat sich nochmal Ärgerlich. ganz schnell die Speicher an Kohle zusammengerafft, dass man zur Not auch noch über 2030 hinaus weiter die Braunkohlekraftwerke, die abgeschrieben sind, betreiben und damit Geld drucken
kann. Und wenn alle Stricke reißen, auch das haben wir ja bei RWE und Co. immer wieder erlebt, ist, wenn dann doch politisch der Wille so stark ist, dass man sagt, raus aus dem Dreck, so wie bei Atomen und so weiter, dann hält natürlich der Stromkonzern auch nochmal die Hände auf und möchte natürlich eine entsprechende milliardenschwere Entschädigung, die er auch in aller Regel immer wieder bekommen hat. Was witzig ist, weil ja ursprünglich bis vor 20 Jahren das Ganze ja auch Staatsbetriebe waren. Ne? Ja. Das heißt, wir haben es rausgegeben, einige Leute haben daran gut verdient an der Privatisierung und jetzt muss es halt wieder zurück. Und das heißt, wir haben eigentlich das Ganze jetzt, wir zahlen jetzt auf mehrfache Art dafür. Ne? Das ist halt irgendwie richtig schief gegangen. Bei RWE, wir haben jetzt ja heute mehrfach gelernt, man muss sich auch immer angucken, wer hält da am Ende die Hand auf? Also wer ist eigentlich hier wirklich in Power? Und bei RWE haben wir neben dem, dass sie natürlich im Freiverkehr halt irgendwie auch Aktienanteile haben und so weiter, nicht zu knapp, dass da sehr viele Kommunen in NRW direkt beteiligt sind. Mhm. Also man muss sich auch genau angucken, wer ist denn das? Klar kann man auf die Landesregierung einprügeln und dann vielleicht nochmal speziell auf die Grünen und so weiter, kann man alles machen, aber man muss jetzt eigentlich auch als nächstes gucken, wer hat denn da eigentlich die Macht? So, und dann gibt es natürlich auf der einen Seite den Akteur und dann gibt es auf der anderen, also den politischen Akteur, gibt es auf der anderen Seite auch den Eigentümer und der ist teilweise wieder der politische Akteur. Und da muss man sich mal angucken, weil die Stadt, keine Ahnung, was ist, ich rede jetzt in die Tüte hier, irgendwie, keine Ahnung, Bochum oder was hier, irgendwie mal angucken, mal fragen, so, ihr seid jetzt da Aktionär mit Y-Anteilen und so weiter, wie geht ihr damit um? Wie ist denn eure Sicht da drauf? So, und die Leute, die sollte man mal als Adressat mal irgendwie anpacken. So. Also von daher, das. Ja, wobei, da kommt ja wieder so ein strukturelles Problem ins Spiel, weil wir haben ganz viele Kommunen in Deutschland, die extrem unterfinanziert sind, wo Schulen vor sich hinrotten und so weiter. Das heißt, auch hier greift wieder dieser Gier-Aspekt, aber auf kommunaler Ebene. Ja. Also ich wäre ja wirklich saudumm als Kommune, wenn ich meinen eigenen Geldfluss abdrehen würde und ich gleichzeitig sehe, wie es anderen Kommunen geht. Also die sind ja vernetzt miteinander und sehen, okay, die können sich keine Schwimmbäder mehr leisten, die können sich keine Schulen mehr leisten. Das möchte ich für meine Bevölkerung nicht, weil ich will ja auch wiedergewählt werden und ich möchte ja in dem Ort, wo ich Politik mache, in der Regel, wo ich auch wohne, ein lebenswertes Leben haben. Also das wäre ja wirklich dann auch wie ins eigene Fleisch geschnitten. Und da greift dann aus meiner Sicht wieder die Bundespolitik oder die Länderpolitik, die eigentlich einen Rahmen schaffen müsste für einen kommunalen Ausgleich, damit dieser Gier-Effekt zumindest mal abgemildert wird. Und da braucht es einen gesamtpolitischen Willen, das einfach zu transformieren und umzusetzen. Und der fehlt. Das ist uns allen bekannt. Ja, genau, genau. Und das ist ein wichtiger Punkt, genauso wie auch man, wo kommt das denn her? RWE sind ja im Prinzip hier 50 Stadtwerke unter einem Trenchcoat. Der Grund, warum dann irgendwie größere NRW-Städte daran beteiligt sind, ist ja, weil das früher mal irgendwie eine lokale Energieversorgung im Kleinen gegeben hat, die dann irgendwie so Kommunalversorger waren. Und jetzt kann man natürlich auch neben dem, was du sagst, und das ist auf jeden Fall ein Teil der Lösung, man könnte auch zusätzlich noch denken, dieses von wegen, dann baut doch einen eigenen Windpark auf. Und dann seid ihr schon mal da weniger abhängig, sondern könnt darüber sogar noch Erträge erwirtschaften und so weiter. Oder meinetwegen eine andere Form von regenerativer Energie. Also, du weißt schon, was ich meine. Ne? Also, ja, oder Smart Grid zum Beispiel, also mal weg von diesem monolithischen Ansatz von RWE, da so einen riesigen Anlagen immer irgendwie bauen, sondern mal wirklich ein Smart Grid zurück zu diesem Ursprungsgedanke der Stadtwerke, wo man tatsächlich Ortschaften als, also es gibt ja autark stromversorgende Ortschaften, die gibt es ja schon auch als Pilotmodell, die sogar Strom verkaufen, aber sie müssen es in die Schweiz verkaufen, weil die Strombörse dafür sorgt, dass wir unseren eigenen Strom, den wir produzieren, uns für uns zu teuer ist. Also es ist irrsinnig, also es ist alles möglich, technisch und auch infrastrukturell mäßig. Aber der Wille, also der Wille, das auch konzertiert anzugehen, kooperativ anzugehen und wirklich mal zu sagen, lass uns alle mal gemeinsam an den Tisch setzen und jetzt mal wirklich dieses Land energiepolitisch komplett anders aufstellen. Ja. Das ist 0,0 der Fall. Sollten wir das schaffen, das Ganze zu drehen, dann werden irgendwann unsere Enkel sich das angucken und den Kopf darüber schütteln, das irgendwie schildbürgermäßig beurteilen. Ja. Schlimm. Ja.
So, dann hatten wir beim letzten Mal ja einen Rückblick gehabt, der so ein bisschen düster war. Es sind aber letztes Jahr richtigerweise, war auch ein Hinweis, auch ein paar gute Sachen passiert. Ich gehe die jetzt nicht alle durch, aber ich kann mal so ein paar davon erzählen. Nämlich, was eben passiert ist. Und das ist halt eben viel im Bereich Transparenz. Es gibt halt eben, also Bank von England sagt halt eben so dieses, okay, wir müssen jetzt hier halt eben stärker mit Szenarien arbeiten, auch was Klimarisiken angeht. Das ist jetzt nichts Neues, aber gerade die sind halt eben auch sehr, sehr stark pro keine Veränderung und pro Markt eingestellt. Das heißt, das jetzt ernst zu nehmen, das ist schon eine wichtige Sache. Global Reporting Initiative ist halt, ich glaube, 1997 gegründet worden, also irgendwie auch so bummelig 26 Jahre alt, hat sich erstmals damit beschäftigt, so einen Nachhaltigkeitsberichtsstand damals auszugeben vor vielen Jahren und hat jetzt da eben auch eine ganze Menge noch ergänzt. Ist halt eben auch an vielen Stellen für die freiwillige Berichterstattung Standard. Genau, dann die UNO hat gesagt, übrigens hier Zugriff auf halt irgendwie gute unberührte Natur ist eigentlich eine Art Menschenrecht. GRI, genau, 25. GRI hat 25 Jahre Geburtstag gefeiert. Also ist eigentlich auch schon mal was, was eben zeigt, so dieses, man muss es jetzt nicht neu erfinden. Also jeder, der jetzt irgendwie sagt, von wegen, wir müssen mal irgendwie so Standards entwickeln und so weiter, halt die Fresse, jetzt ohne Scheiß, das ist alles schon da. Du kannst hier keinen Blumentopf mehr gewinnen. Und genauso ist das mit dem International Sustainability Standard Board, was halt eben auch als Regulatory Body eine ganze Menge Vorgaben gibt. Und jetzt halt, erinnern wir uns an Episode 5 mit Miriam, da haben wir uns ja die Scopes angeguckt und Scope 3, da geht es ja eben darum, wo entsteht jetzt was in meiner Lieferkette an CO2 und das Standards Board hat jetzt gesagt, okay, gut, man muss das irgendwie auch diesen Scope 3 mit aufnehmen. Und je mehr Zug über Standards da reinkommt, desto mehr muss ich mich damit auseinandersetzen und desto eher sehe ich auch, wo muss ich was machen. Plus, dadurch sehe ich natürlich am Ende auch, wer macht denn hier am meisten Mist. Dann war Klimaschutzkonferenz natürlich was Schönes, dass die immer noch gibt, auch wenn nicht viel bei rauskommt. Was aber viel interessanter ist, ist halt eben, Biden Administration hat jetzt ja auch mit dem Inflation Act eine ganze Menge da eben auf die Bahn gebracht. Also da fließt jetzt richtig zeitenwendemäßig Geld da rein. Also wenn jetzt die nächste Administration da nicht irgendwie alles wieder zu Klump schießt, dann haben wir vielleicht in Amerika jetzt auf einmal echt so eine große Bewegung. So ähnlich wie mit China. China hat seit 6 Jahren enorm Drift. Also die bauen immer noch fossil auf, aber die bauen auch massiv Erneuerbare auf. Wirklich massiv. In einem Maße weit über dem, was wir in Deutschland haben. Also es ist immer so geil, dass alle mal so tun, als die sind die Bösen. Ja, wenn man aber genau hinguckt, dann sieht man so, nee, das ist also, da müssen wir echt aufpassen, weil wir verpennen gerade schon wieder so ein Ding so und in 10 Jahren wird man traurig sein, dass schon wieder wir hinten an sind und so. Ja, und dann ein neues, es gibt so ein, in der Finanzindustrie gibt es so eine Initiative, die heißt TCFD, die kümmert sich darum, dass man sich halt mit Klimarisiken mehr auseinandersetzt und die halt in seine Geschäftsentscheidung mit einbezieht. Und TNFD ist quasi das Ähnliche nur für Biodiversität. Das finde ich halt richtig gut. Natürlich auch viel zu spät, aber besser als nichts. Und was eben rausgekommen ist letztes Jahr, ist die CSRD. Das ist die neue verpflichtende Berichterstattung für eine ganze Reihe Unternehmen. Also da werden jetzt zukünftig 15.000 Unternehmen in Deutschland verpflichtend und unter Prüfungsbedingungen, das muss also auch der Abschlussprüfer sich mit angucken, über Nachhaltigkeits- und Sozialbelange berichten. Es ist ein Riesending. Das gab es in bestimmten Teilen eigentlich schon wirklich sehr lange. Aber das ist jetzt etwas, was dann doch sehr, sehr breit ist und so weiter. Und das wird einiges verändern. Also das sind alles schöne Sachen. Vor 30 Jahren hätte das enorm geholfen. Jetzt ist das natürlich alles viel zu spät, gar keine Frage. Es ist besser als nichts, aber man darf sich gleichzeitig auch nicht zu viel davon versprechen. Wir wissen eins, A, die Lage ist richtig mies. Also die Lage weltweit ist mies, das wissen wir. Hierdurch kriegen wir Transparenz, hierdurch erfahren wir, wer besonders mies ist. Das ist der Unterschied. Mehr passiert hier noch nicht. Und was eben auch passiert, eben durch Biden und so weiter, durch die Akte, die da in Richtung Direktinvestition und eben Förderung gehen und so weiter, dass da eine ganze Menge Geld fließt. Also Geld fließt und Transparenz kommt. So, Bums. Aber wirklich staatliches Handeln im Sinne von, okay, wir beschließen jetzt zum Beispiel, dass wir das und das nicht mehr wollen. Soweit sind wir noch nicht. So, ne? Also das so positiv ist es noch nicht.
Genau, und dann habe ich, glaube ich, noch ein letztes Ding. Genau, das ist eher so ein Schmankerl. Das ist für Leute, die irgendwie Bock haben, nochmal so ein paar Sachen hinterherzugehen. Der Herr Paul, so, ne? Also, wer ihn kennt, mal Hand hoch. Also, der ist wirklich total eine spannende Figur. Also, Wirtschaftsgeschichte ist generell spannend, weil man dann immer wieder mal sieht, wo es herkommt. Und wenn man sieht, wo es herkommt, dann kann man damit leichter umgehen, erstmal für einen selber, aber man kann auch leichter einen Weg drumherum und da auch wieder hinausfinden. Weil man einerseits sieht, ah, es ist nicht Gott gegeben, auch nicht Human Nature, auch nicht natürlich, sondern es kommt irgendwo her. Und dann kann man es nämlich auch wieder zurückdrehen. Und man sieht auch, was die Argumentation war und was auch die Gründe dahinter waren. Und dann kann man es auch leichter auseinandernehmen. Wir wissen, wir haben momentan eine politische Agenda, die im Ergebnis halt so zu diesen Verwerfungen führt, die wir haben. So, und die sind tatsächlich nicht auf natürliche Weise entstanden, sondern es gab eine Reihe von Vordenkern. Und er ist im Speziellen ein interessanter Vordenker, weil er halt eben oberster Richter also Richter am obersten Gerichtshof war. Und das ist ja in der Powerstruktur der Vereinigten Staaten eine der wichtigsten Personen. Er ist aber jetzt nicht der Typ gewesen, der jetzt irgendwie Wirtschaftsminister oder irgendwie so, irgendwie großer Wirtschaftsmagnat gewesen, sondern war Richter. So, und er hat sich aber gesellschaftspolitisch viel einfallen lassen, unter anderem dieses Memorandum. Und dieses Memorandum ist quasi die Blaupause für die Veränderung von Amerika, wie wir es kennen und wie es sich manchmal auch selber noch sieht, hin zu dem spätkapitalistischen Moloch, der er heute ist. Nämlich, dass er damals mit die Blaupause gegeben hat, dieses, ja, man müsste halt irgendwie, also Reiche und Unternehmen müssen sich mehr damit beschäftigen, die Gesellschaft umzugestalten und zu beeinflussen, damit sie ja, Wirtschaft bevorzugt und so weiter und dafür sorgt halt eben, dass weniger solidarische, also es wird immer gesagt antisozialistische, aber im Kern geht es da weiter eben außer McCarthy halt eben immer um Solidarität dann eben auch, sondern unternehmensfreundliche Rahmenbedingungen kommen und man sollte auch insbesondere halt eben Grassroot-Organisations nutzen, also ne, klassisches Astroturfing, ich erfinde eine Organisation, die angeblich als Akteur der Zivilgesellschaft irgendwas fordert und damit halt irgendwie Sachen vorantreibt und dann Thinktanks und Lobbyorganisationen, die hat es natürlich in Einzelnen schon immer gegeben, aber das Ganze bewusst einzusetzen, um damit die Gesellschaft umzugestalten zum Vorteil von wenigen reichen Familien und Unternehmen, das tatsächlich geht auf sein Gedankenpapier zurück. Und das Spannende ist erstmal, A, weil das geschichtlich irgendwie interessant ist und es lohnt sich auch immer mal zu schauen, wie das in Deutschland denn war. Und wenn man da dann den Faden bis in die heutige Zeit verfolgt, da kommt man auf ganz lustige Stellen raus. Und deswegen sage ich einfach nur so dieses, das ist quasi ein Schmankerl für Leute, die Bock haben, da noch weiter in dieses Rabbit Hole abzusteigen. Das ist keine Verschwörungstheorie, das ist tatsächlich Praxis. Das kann man alles nachlesen. Das ist Geschichte. Das ist Machtgeschichte, wie sie passiert ist. Und weil wir in so einer schnelllebigen Zeit leben und manchmal irgendwie auch Geschichte halt irgendwie nicht so das Thema ist, geht sowas verloren. Aber das ist halt eben ähnlich wie Mont-Pelerin, lohnt sich mal genauer anzugucken. Und dann merkt man halt eben, wo es herkommt. Und dann können wir natürlich auch den Weg zurückgehen und uns überlegen, wo wollen wir denn eigentlich hin? In dem Zusammenhang Buch. Tipp, Empfehlung. Ich habe es leider noch nicht ganz selber durch, aber es liest sich sehr gut an. Der erschöpfte Staat. Und zwar, vielleicht fällt es sogar in die gleiche Zeit wie hier Herr Paul. Und zwar beschreibt es so ein bisschen auch den Übergang von diesem staatsfürsorgenden Prinzip hin zur Privatisierung. In den USA tatsächlich und damit auch zusammenhängt das Aufkommen von Komplexitätsforschung und so weiter, die wiederum genutzt wurden von Interessensgruppen, um zu sagen, dass eben diese Art und Weise der Steuerung nicht funktioniert, also um sozusagen in Kommunen Sozialprogramme und so weiter, damit es den Leuten besser geht, hat man dann sozusagen genutzt, um zu sagen, naja, wir müssen es anders machen, es muss sich sozusagen regulieren über den Markt und so weiter. Also da sind sehr interessante Gedankengänge dabei, wie das alles so zusammenhing, wie eben Wissenschaft dann mit Interessen über Kreuz ging und man dann so gewisse Schwachpunkte ausnutzen konnte, um zu argumentieren, warum es diesen Richtungswechsel eben letztlich geben soll. Also Der erschöpfte Staat heißt dieses Buch, auch von der Kulturhistorikerin geschrieben. Das ist halt super, weil wir haben gleich bei Shelf Control auch was dazu irgendwie gut passt. Aber erst ganz kurz noch Klimakrise abwenden ist Handarbeit.